Hallo Wander- und Traumschleife-Fans. Ja, heute möchte ich mit euch eine neue Traumschleife gehen, aber diesmal nicht alleine. Der Matthias und seine Frau sind mit dabei, der Outdoor-Buddy. Ja, und wir sind hier in Börfing im Nationalpark Hunsrück und möchten zusammen mit euch die Börfinger Ochsentour gehen. Wenn ihr Bock auf eine geile Wandertour habt, dann kommt mit. Hans hat Schild, der schon gut hat, die Baum gemacht. Oleg! Ich hoffe, es nicht mit dem Nagel. Also, das ist schon geil. Schild größer wie der Baum. Ja, aber es ist schon eingewachsen. Okay, naja, sind im Nationalpark. Ne? Ja, ja, zur Tour hier, Börfinger Ochsentour. Die hat 9 Kilometer, Matthias, oder? Genau, 9 Kilometer ist hier am Rande des Nationalparks Hunsrück. Und im Buch der Traumschleifen ist hier so angegeben mit ca. 70 Erlebnispunkten. Aber wie gesagt, bisher ganz schön. Ist ein bisschen schattig, weil halt, zugelaufen ist. Die Wolken sind überall vor der Sonne. Aber so ganz schön der Weg. Schön grün alles. Also gefällt mir bisher richtig gut. Was sagst du dazu? Wunderbar. 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 Ich hab warm. Ja, erster Pause noch hier. Tischtränke. Und wenn ihr mal guckt, alle möglichen Getränke hier kaltgestellt in Tischtränke. Das ist auch nicht nur, weil heute Vatertag ist, sondern ist ja öfter so, wurde schon berichtet. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, gehen wir jetzt hier über so einen Steg drüber und wir kommen jetzt hier so eine Moorlandschaft, ist ganz schön. Hier versucht man halt, wo früher dann die Moore entwässert wurden, um große Nutzwaldflächen draus zu machen, das Ganze wieder zu bewässern und wieder diese Moore hier wachsen zu lassen im Nationalpark. Das finde ich ganz gut, auch landschaftlich, ich zeige euch das gleich mal hier auf der Kamera, sieht das richtig gut aus, wenn da mal wieder so große grüne Wiesen kommen, wo dann Wasser drin steht. Da muss eine Hase suchen, oder? Thank you.
So, ich habe gerade vom Sebastian gehört, dass es so ein paar Beschwerden gab, dass die Gäste beim Sebastian in den Videos hier nicht so zu Wort kommen. Deswegen jetzt mal ein paar Worte von mir. Ich bin der Outdoor-Buddy, wer mich noch nicht kennt. Sebastian verlinkt meinen Kanal jetzt hier oben und in der Videobeschreibung mal. Ja, ich mache auch Wandertouren, mache Gear-Vorstellungen, gehe aber auch oft auf Übernachtungstouren mit Freunden oder allein. Ja, das war meine Actioncam, die sich gerade abgeschaltet hat. Und ja, schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Die Tour hier finde ich bis jetzt richtig, richtig gut. Schöne kleine Wege, abwechslungsreich, jetzt geht über das Feld. Wunderbar. So, und jetzt übergebe ich die Kamera wieder an den Sebastian. Hier gibt es Banane. Banane. Ja. Ich stelle gerade fest, dass beim Outdoor-Buddy der Alkoholkonsum von Video zu Video steigt. Du hättest schon immer am 1. Mai sehen sollen, da hat ganz schön viel Gin in. Ja. Gut, dass ich das Video habe. Am 1. Mai haben wir ja wieder die Eiswürfel mitgenommen. Okay. So, Pause zu Ende, gehen wir weiter. A Golfschläger. Samstag von Markus Rot. Okay. Ja, jetzt sind wir hier gerade so weit rausgekommen. Hinter war Tor, habt ihr gerade gesehen. Ist praktisch der andere Parkplatz beim Forellenhof und hier startet auch der Trauntaler Höhenweg, den war ich mit dem Erik mal vor kurzem gegangen und hier oben in der Videobeschreibung einfach mal den Link zum Video. Sag da bitte nochmal, wohin gehen wir gerade? Zur Gurebure. Eine Heilquelle wohl hier am Wanderweg. Ich bin mal gespannt. Vielleicht bringt es ja was, wenn wir Matthias da reinwerfen oder so. Ja, bei dir ist ja alles hoffnungslos. Genau, bei mir ist alles hoffnungslos. Diese
frischen Tannensätze hier. Sätze, sag ich schon, diese frischen Tannenspitzen hier. Kann man essen. Das schmeckt noch zitronisch, ist nur ein bisschen nadelig. Ja, die Quelle hat nur gerade das kleine Ding gesehen. War nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen gab es dann doch kein Outdoor-Body-Geht-Schwimmen-Video. Ja, es geht weiter. Ein bisschen kommt hier noch gerade die Sonne raus. So, jetzt seht ihr mich nochmal. Und ja, sind wir auch gleich schon fast am Ziel. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende der Tour angekommen. Die Traumschleife Börfinger Ochsentour. Resümee zur Tour, hat Spaß gemacht, die war abwechslungsreich. Persönlich würde ich der Tour 4,5 von 5 Punkten geben. Der eine kleine Nachteil, der so ein bisschen geschmälert hat, das Ganze war vom Forellenhof zum Rückweg. War eine richtig lange Strecke, die komplett geschottert war, so eine Waldautobahn. 9 Kilometer. Das war halt schade, ansonsten war die Tour super, die ist zu empfehlen. Wir sind die Tour jetzt praktisch falsch rumgegangen, weil wir hier am Wanderparkplatz direkt durch das Tor gegangen sind. Wäre besser gewesen, vielleicht andersherum zu gehen, da kann man der Röschtränke sich noch ein kühles Getränk gönnen. Für die, die nachwandern wollen, ist im Buch der Traumschleifen, die Traumschleife 72. Und ich sage, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, macht ein paar Kommentare rein. Matthias kennt ja das Video, verlinke ich auch hier. Und bis dahin, euer Sebastian von Palatielo Outdoor. Ciao!